Wenn ihr dafür seid, dass Umwelt und/oder Ernährung in der Schule unterrichtet werden soll, zeigt es doch mit einem Like und einem Kommentar. Viel Spaß mit dem Video. Ja, zunächst erstmal Dankeschön. Es kommen immer mehr bewusste Menschen finden auf diesem Kanal, weil sie einfach, unter dem letzten Video ist mir sehr aufgefallen, einfach Danke schreiben. Danke. Einfach nur Danke. Weil sie wissen, nichts ist umsonst. Und sie verstehen, was ich hier mache halt. Und das finde ich einfach so mega krass, dass es immer mehr Menschen das verstehen halt, dass Geben und Nehmen ist. Weil ohne deinen Kommentar und auch nur dein Like würde dieser Kanal auch nicht existieren, ja. Von daher finde ich mega cool, dass so viele bewusste Menschen immer mehr vor allen Dingen einzutreffen sind auf diesem Kanal. Dafür möchte ich mich bedanken und schön, dass du es wieder in diesem Video auch geschafft hast, dass du auch wieder dabei bist. Richtig, ich bin kein Professor, doch auch wenn ich heute sowieso gerne aussehe und das suggerieren wollte damit. Aber ich habe trotzdem viel mehr Reichweite als jener. Mir hören viel, viel mehr tausendefach Menschen mehr zu als einem Professor. Wie habe ich das geschafft? Und zwar genau genommen, indem ich mich gegen das Schulsystem gelehnt habe. Schon damals hat man von mir vermutet, dass ich hochbegabt bin, weil ich überhaupt kein Interesse hatte am Schulunterricht. Ich habe immer aus dem Fenster geguckt und so weiter und ich konnte nicht partizipieren daran. Und ich glaube, das war auch wichtig, denn sonst wäre ich nicht heute der ich bin, ja, also mit über 70.000 Abonnenten in dieser Nische halt, ja, vegan und noch diese fachlichen Sachen, die ich so mache, ja, trotzdem habe ich auch 17.000 Abonnenten geschafft. Und ich glaube nur das, weil ich eben nicht akzeptiert habe, dass ich ebenfalls ein Ja-Sager bin. Ich habe Lehramt studiert, von daher ich weiß so ungefähr, was ich rede und was auf mich zukommen würde, aber ich habe mich dagegen entschieden. Und zwar, ich möchte euch ein paar Mankos zeigen und vielleicht auch Verbesserungsvorschläge hier einmal aufzeigen von dem Schulsystem und warum ich meine persönliche Meinung dazu äußere, dass es korrupt ist. Also zunächst einmal ist es faktisch belegt, dass die Menschen immer älter werden. Gut, das ist sehr schön, aber die Schulzeit wird auch signifikant kürzer. Das hat aber zur Folge, dass Menschen länger arbeiten müssen. Aber das ist nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern jetzt beantworte ich ganz bewusst, wähle ich diesen Begriff, Kinder müssen früher entscheiden, was sie ihr ganzes Leben lang, für wen sie das ganze Leben lang herumsklavereien wollen. Warum Kinder? Weil je früher du dich entscheiden musst, desto mehr bist du noch Kind. Warum soll ein Kind in so einem jungen Alter sich später entscheiden, ja? Wegen dem, das Abitur und so weiter, sind sie fertig, ja, mit 16, 17, 16 Jahren manchmal, teilweise schon, ja. Da musst du dir mal überlegen, Abitur wurde ja gekürzt, ne, vor kurzem. Da musst du dir einfach mal überlegen, ich glaube mit 16, nicht mit 17, glaube ich, ne, das ist möglich. Da musst du dir einfach mal überlegen, mit diesem Alter, ja, musst du entscheiden, was du die nächsten 55, keine Ahnung, Jahre machen wirst, ja. Diese Menschen stehen dann einfach später im Weg rum, weil sie es überhaupt gar nicht wissen können, ja. Zunächst einmal, weil sie einfach noch viel zu jung sind dafür. Des Weiteren, ja, ihnen wurde durch diesen straffen Lehrplan, der natürlich gekürzt worden ist, ja, und straffer gezogen worden ist, weil er ist natürlich noch verkürzt worden, die Zeit, überhaupt gar kein Spielraum mehr ist für Fantasie, ja, für Risikobereitschaft, für Neugierde, ja, für Persönlichkeit und so weiter, weil du einfach nur noch zugeballert wirst mit Informationen aus dem Lehrplan und dem Curriculum. Das sind zwei Faktoren, die wirklich maßgeblich dagegen stimmen für eine sinnvolle Persönlichkeitsentwicklung, vor allen Dingen auch für ein ressourcenorientiertes Arbeitsverhältnis später für das Individuum, ja. Und das kann einfach nicht funktionieren, ja, an dieser Stelle. Es ist eben so, warum? Weil ich glaube, dass wir zu Ja-Sagern erzogen worden sein wollen. Also es ist so, dass im Grunde genommen der Kapitalismus damit gefördert wird. Denn du bist nicht dazu befähigt oder man sagt dir nicht, wie verdienst du Geld, sondern man suggeriert dir einfach nur, dass dein Job es ist, einen Job zu bekommen. Und das war's. Grunde genommen bist du eine Abhängigkeit, ja, die wird quasi, eine Entmundung passiert dementsprechend, ja. Das heißt, die wird einfach nur suggeriert, pass auf, du musst das und das machen, dann bist du bei jemandem und der gibt dir dann auch Geld. Aber wie du wirklich Geld selbst verdienst, ist es nicht, das ist nicht das Gleiche. Versteht ihr, was ich meine? Genau genommen wird dir suggeriert, dass du für eine Firma arbeiten sollst, mit deiner Dienstleistung, dass diese dann noch größer wird, als sie eigentlich schon ist. Und das ist für mich Kapitalismus. Denn die Reichen werden dadurch nur noch reicher. Aber du mit deinen Persönlichkeiten musst dich irgendwie in das Schemata dieser Firma fügen, um dann irgendwie versuchen, glücklich zu sein und das, deinen Traum verwirklicht zu haben. Okay? Das klingt für mich nicht plausibel. Keiner wird dir irgendetwas über Geld erzählen, weil es nicht gewollt ist. Weil sie einfach nur sagen, dass dein Job es ist, einen Job zu bekommen.
Du wirst kein nix über Geld erfahren in der Schule, ja. Da wird nicht über Buchhaltung, da wird dir nicht erzählt über Schulden, vernünftige, sinnvolle Schulden machen, ja, die dann sich später wieder rentieren, ja. Oder über Steuern und so weiter wird dir im Grunde genommen gar nichts erzählt. Und das ist eben auch gewollt. Wir können das Gleiche genau übertragen auf die Pharmaindustrie. Also, ja, man kann sagen, dass oftmals Tabletten verschrieben werden, um Symptome zu unterdrücken. Dann sind die Menschen wieder froh und können weiter ihrem, also, ne, ist genau das Gleiche, ne? Du kriegst quasi deine Tablette, dann geht es dir wieder temporär gut, die Symptome sind unterdrückt und du kannst ganz normal weiterleben, musst dich um nichts kümmern. Doch meiner Meinung nach sind die wahren Millionäre, die ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Und meiner Meinung nach sind die wahren Millionäre, die ihr Geld selbst in die Hand nehmen. Und das passiert eben nicht in der Schule. Viele Menschen sind arm, weil sie keine Fehler machen. Denn nur aus Fehlern kannst du lernen. Denn nur aus Fehlern kannst du dich entwickeln. Und meiner Meinung nach ist die Schule korrupt, weil sie dir versucht, etwas zu suggerieren. Ein Weg, in dem du bloß keine Fehler machen solltest. Denn alleine schon, wenn du Fehler machst, wirst du auch bestraft in der Schule. Du bleibst sitzen, musst nachsitzen und so weiter. Fehler sind nicht gewollt. Denn Fehler sind nicht gewollt, weil durch Fehler Entwicklung passiert. Und Entwicklung ist nicht gewollt. Okay? Es wird so gesehen den Menschen Fisch gegeben. Ja, wenn ein Mensch Fisch bekommt, will der andere auch Fisch haben. Ja, und so wird dann Fisch verteilt. Alle sind satt und sind so satt, dass sie dann irgendwann schlafen gehen. Doch keinem wird gezeigt, wie man letztendlich angelt. Okay? Und das finde ich eben korrupt. Alleine schon im Radio passiert das Gleiche. Ja. Es wird ständig von irgendwelchen Stars erzählt. Ja, oh, was die machen und warum die, das mit der hat mit dem geknutscht und so weiter. Digga, was juckt mich das denn? Versteht ihr? Es wird ständig dieses Bild suggeriert, anstatt dass es noch Übermenschen gibt, ja, die gar nicht erreichbar sind. Das sind diese Firmeninhaber zum Beispiel auch, bei denen du arbeiten sollst und deine Schnauze halten sollst. Okay? Dir wird ständig im Unterbewusstsein das einsuggeriert, ja, dass sich dann dementsprechend auch manifestieren wird bei einfach vielen, weil sie es einfach zulassen. Viele Menschen wollen einfach eine Führung haben, dass sie alles aus der Hand geben wollen. Aber ich glaube, so sind wir Menschen eigentlich nicht gestrickt. Denn das Unterbewusstsein ist einfach nur für dich da, um dir zu sagen, und dir zu helfen und dich gesund zu machen. Alleine im Schlaf, ja. Jetzt mal ganz doofes Beispiel. Im Schlaf bekommen viele Männer eine Erektion. Warum machen sie das? Weil ein Körper trainiert die Schwellkörper und so weiter allgemein, die Elastizität der Gefäße auf Trab zu halten. Er macht dich gesund. Das Unterbewusstsein ist dafür da, dass du nachts entgiftest, dass du atmest, dass und so weiter und so fort. Es versucht dich immer gesund zu machen. Und alles, was du im Unterbewusstsein suggerierst, ja, das wird auch so passieren. Das wird dein Unterbewusstsein eben versuchen, dass es auch so sein wird. Ja. Es wird alles dir die Steine in den Weg legen, wenn du dir sagst, dass du es nicht schaffen kannst. Ja. Und das ist eben das ganz, ganz große Punkt, dass das Unterbewusstsein dadurch programmiert wird, ja, ob positiv oder negativ. Du kannst genauso viel Zeit aufwenden, um etwas schlecht zu reden oder auch gut zu reden. Das ist genau der gleiche Energieaufwand. Denk immer darüber nach, okay, bevor du jetzt etwas negativ sagst, oh, das kann ich, das schaffe ich nicht, das Ding ist, du kannst genauso viel Zeit gerade aufwenden, um es positiv zu schaffen, das ist machbar, das ist schaffbar und so weiter. Denn Unterbewusstsein wird so gesehen alle Bausteine dafür legen, dass es auch so passieren wird, ja. Und alles, und falls auch nicht, wird es alles daran tun, dass es dein Körper sich dann quasi dass gehindert wird, dass das passieren wird, ja. Ganz einfaches Beispiel. Also abschließend kann man sagen, ich finde, die falschen Fächer werden definitiv gefördert. Ja? Warum passiert nicht gerade Ernährung oder Umwelt? Das ist doch das Aktuellste momentan, was es überhaupt gibt. Warum gibt es dieses Schulfach nicht? Umwelt. Ja? Wenn wir nochmal weiter lernen, den Erlkönig auswendig lernen, ja, dann haben die Menschen auch nicht mehr in 100 Jahren noch was von unserem Planeten davon. Ja? Oh, der Planet ist zwar kaputt, aber wir können alle jetzt fröhlich nochmal ganz kurz, bevor der untergeht, können wir alle nochmal den Erlkönig aufsagen. Glückwunsch, Leute. Alles klar, Digga. Was bringt dir das? Ja? Umwelt, das ist ein Fach. Ja, Ernährung. Ja? Ernährung ist doch völlig sinnvoll, damit man auch später noch im späten Alter noch produktiv ist, ja, sage ich mal. Ja? Ist das gewollt? Ist das nicht gewollt? Allgemein Fächer, wo die Persönlichkeitsentwicklung mehr im Vordergrund steht. Das muss gefördert werden, meiner Meinung nach, damit wir auch fröhlichere Menschen haben. Es gibt nichts Fröhlicheres, als wenn du für deine Passion lebst. Ja? Das ist erfüllend und das erzeugt
positiv produktive Menschen, ja. Und es auch, passiert auch gerade in der Bewegung, weil immer mehr Menschen, immer mehr Start-ups passieren ja auch gerade, ja, weil sie merken, für ihre Passion leben und so weiter, ja. Und das, was in der Schule einfach dieses strikte, nach bloß nicht Fehler machen, bloß sich nicht entwickeln und so weiter, das muss meiner Meinung nach aufhören. Ein gewisser, ja, wie soll man sagen, Grundkenntnisse müssen da sein in Deutsch, Mathematik und so weiter, ist völlig klar, damit man das sich im Alltag zurechtkommt, ja. Aber ich glaube, die Message ist so ein bisschen rübergekommen, oder? Was ich hiermit sagen möchte. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich würde mich mehr freuen über einen schönen Kommentar von dir, über einen Daumen natürlich. Und wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und vielleicht, wenn du mal darüber nachdenkst, dass doch Persönlichkeitsentwicklung doch das Entscheidende ist, weil wir sehen alle anders aus und haben nicht alle, jeder hat einen verschiedenen Fingerabdruck. Und das müssen wir bewahren. Das müssen wir bewahren, diesen einzigartigen Fingerabdruck in jeglicher Art und Weise in deinem Körper. Und nicht diesen Einheitsbrei akzeptieren, meiner Meinung nach. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.